Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss dich hier zurücklassen. Du hast exakt 60 Minuten, bis wir dich jagen. Für einen Verräter ist das noch viel zu gnädig. Doch ich vergesse dir nicht, was du all die Jahre für uns getan hast. Ein gut gemeinter Rat, auch wenn es die kürzeste Route ist. Fahr auf keinen Fall durch den Wald. Er kann nicht weit gekommen sein.